Nun ist der Herr Abgeordnete Gerald Groß am Wort. 5 Minuten, bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus, verleihe meiner Hoffnung Ausdruck, dass das vielleicht heute der letzte Tag ist, wo wir mit Ihnen etwas in diesem Haus zu tun haben. Und ich werde alle meine Energien darin aufwenden, dass der Misstrauensantrag, den auch Ewald Stadler und das BZÖ gegen Sie eingebracht hat, auch ein erfolgreiches Ende nimmt. Und wir Ihnen auch wieder die Möglichkeit geben, Ihre Freizeit in Ihrer Schottergrube zu verbringen. Denn, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Kasper Einem war gegen Sie noch ein Sicherheitsweltmeister, ein Minister, dem man noch glaubhaft abgenommen hat, dass er sich um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher kümmert. Und da brauchen Sie gar nicht so schreien da und krakeln. Wir sind ja nicht beim Oktoberfest da. Ja? Und auch nicht... Herr Abgeordneter, die Unterstellung gegenüber Abgeordneten, dass hier gekehlt wird, das weise ich aufs Schärfste zurück und erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bedanke mich dafür, ich trage den wie einen Orden auf meinem Revier. Das, was wir in Österreich haben, ist sicherheitspolitischer Notstand. Wir haben Einbrüche am laufenden Band, wir haben Überfälle am helllichten Tag, die 82-jährige Dame in Klagenfurt, in Kärnten, in Wolfsberg, dürfte Ihnen in Erinnerung sein. In Österreich wird täglich das Menschenrecht auf Eigentum geschändert. Verbrieftes Menschenrecht auf Sicherheit und Eigentum wird geschändert. Die Aufklärungsquote bei Einbruchsdelikten liegt überhaupt nicht mehr bei 3%. Und eigentlich ist das mittlerweile jetzt schon gewinnbringender, Einbruchskriminalität als Berufung nachzugehen, als in diesem Land einen anständigen Beruf auszuüben. Das ist eine Schande für die Sicherheitspolitik in diesem Land. Und was tun Sie, Frau Bundesministerin? Von Ihnen hört man seit Wochen nichts mehr. Ich habe geglaubt, nach der Handtasche werden Sie vielleicht auch verschwunden sein, aufgrund eines kriminellen Deliktes, weil Sie waren nicht auffindbar. Ich bin ja richtig dankbar, dass Sie sich heute wieder auf der Regierungsbank einfinden und zumindest einmal hier und heute zu Ihrem Versagen Stellung nehmen. Die Leute haben Angst. Heute eine Zeitungsmeldung, dass eine italienische Partei, im Übrigen die Lega Nord, die den Innenminister stellt, Roberto Maroni, darüber nachdenkt, die Grenze nach Österreich wieder aufzuziehen, weil selbst im Italien des 21. Jahrhunderts offenbar schon eleganter ist, dort eine Grenzziehung zu Österreich zu fordern, weil die Italiener der subjektiven Ansicht sind, dass Italien ein sichererer Staat als Österreich geworden ist. Ich gratuliere Ihnen, Frau Vector, zu Ihrer Meisterleistung in der Sicherheitspolitik. Und was erzählen Sie uns? Sie erzählen uns im Ausschuss, dass sie genug budgetiert hat für zusätzliches Personal. Nichts, Nüsse, nichts ist budgetiert und das zusätzliche Personal kommt nicht. Was Ihrer Meinung nach kommt, ist ein Erstaufnahmezentrum Süd und ein Schubhaftzentrum. Und haben wir Sie auch befragt, Frau Ministerin. Da haben wir gesagt, haben Sie es budgetiert? Nein, habe ich nicht. Fragen wir Sie, was wird es denn kosten? Ja, 3,2 Millionen, wenn wir es in Lyon tun. Haben wir gefragt, Ewald Stadler war dabei. Wie werden wir es denn finanzieren? Ja, durch Budgetumschichtungen. Ja, woher nehmen Sie die Budgetumschichtungen? Sie sparen wieder einmal mehr Exekutivbeamte ein, um ihren Lieblingsprojekten nachfolgen zu können nach einem Asylerstaufnahmezentrum und einem Schubhaftzentrum. Und was halten Sie sich noch für einen Hofstaat in Ihrem Ministerium? Ein sogenanntes Bier, eine Geheimsekuritate, politisch missbraucht, die personell aufgebläht ist, um halt die politische Situation und die parteipolitische Situation in dem Land zu prüfen, anstatt dass sie endlich danach trachten, dass in Hinkunft wieder mehr Beamtinnen und Beamten in Österreich, in der Bundeshauptstadt und der Landeshauptstadt ihren Dienst versehen. Das fordern wir von Ihnen. Und das Beispiel mit der Stadt Graz habe ich Ihnen schon gebracht, wo von Montag bis Samstag und am Sonntag tagsüber insgesamt 50 Beamtinnen und Beamten ihren Dienst versehen. In einer Stadt mit 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 50 Beamtinnen und Beamten. Nicht einmal, weiß ich nicht, eine Fahndung kann man mehr in dieser Stadt durchführen. Man kann eigentlich gar nichts mehr. Vor 50 Beamtinnen und Beamten fürchtet sich in Graz im Übrigen keiner mehr. Wenn das Ihre Art der Sicherheitspolitik ist, dann gute Nacht. Ziehen Sie die Konsequenzen und treten Sie endlich zurück und befreien Sie Österreich von Ihrer Politik. Ich danke Ihnen.